Moin moin meine lieben Hoshis und willkommen zum Let's Play von... warum geht's nicht? Jetzt, ja. The Riftbreaker, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Halt die Schnauze hier. Ich schreck den Arsch. So, wir versuchen jetzt weiter hier zu erkunden. Okay, that's enough samples to start researching them in the alien research lab. Interesting. We found traces of palladium inside the acidic yeast samples that we just collected. It might be a good idea to search for larger colonies of this life form. They might indicate the location of higher concentrations of palladium. The acidic yeast colonies that we've observed seem to grow from a central root inside the colony. I'd like to study a living colony in its natural habitat to gather more data on how it gathers palladium from the environment. We'll need to construct a local research station near one of the colonies in order to do that. We'll have to download the necessary technology for that building if we don't have it yet. Ashley, I'm afraid that the research station will not be able to scan the colony from a safe distance. It would have to be placed very close to the root of the colony to work properly. We will not be able to build anything that close to the root without being overwhelmed by its growth. Especially given the fact that we do not want to destroy it. I think that we can prevent the colony from overgrowing our base by covering the soil with a structure that the acidic yeast can't grow on. Standard floor tiles are going to be corroded by the colony. We can prevent that. Now that we know the type of acid that this life form is producing, we can research special anti-corrosive flooring that will protect our base. We just need to build the research station on the anti-corrosive floor tiles. Okay, wir können jetzt schon zurückkehren. Was ich schade finde. Denn ich möchte mindestens noch diese Dinger finden. Diese. Haben wir eigentlich schon einen besseren Scanner? Hier die Dinger da meine ich. Ach Mann, ich bin doof, die da. Können wir einen besseren Scanner herstellen? Oder den haben. Doch, den haben wir als Item drin, ne? Oder bin ich doof? Denn alles bauen, Alter? Atomare Mine, lol. Hä, warum geht denn jetzt immer auf Escape die Windows-Taste an? Sag mal. Drücke Escape und die Windows-Taste geht an. Was soll das? Sekunde. So, es hat sich wieder eingekriegt. Das war echt ein bisschen kurios. Viele. Echt ordentlich, ne? Da kommen richtig viele bei. Hier in dem. Ach, ich breche immer ab bei Null, ey. Naja, die Dinger würde ich gern schon noch suchen, weil. Damit wir auch alle Statuen und sowas finden. Ich glaube nämlich gesehen zu haben, dass da richtig viele sind. Oh, guck mal, Stahl. Ne, hier. Mal so sehen wir auch aus. Cool. Aber nein, wir sind Regenbogen-Kitty. So, wir sollten zur Basis zurückkehren. Machen wir jetzt leider nicht. Tut mir leid.
erkunde nur schnell alles. Amazing. These red crystals are really huge. Look at how the light is scattering below their surface. It's mesmerizing. They also contain a lot of rhodonite. We can use this mineral to construct high-powered laser emitters for our weapons, as well as other equipment. Storage is... You already had me convinced at lasers. We definitely need to learn more about these crystals. We should research rhodonite handling as soon as possible. Ah. Aber Rhodonit haben wir dann schon gelernt, ne? Das können wir nicht mehr. Das ist schon gelernt. Was haben wir hier? Sag mal, da kommen einfach neue Punkte dazu, ne? Die vorher nicht da waren, oder? We've finished researching rhodonite handling. We can start researching new laser-based weapons and towers. They're going to be an excellent addition to our arsenal. However, we will first have to gather some rhodonite to craft the new gear. The red crystals that contain rhodonite are relatively common in the acidic plains biome. However, I detected an interesting location with a much above normal condensation of their growth. There should be a lot of rhodonite in that area. I've marked the Rhodium coordinates on the orbital scanner interface. Wir haben einen neuen Rhodonit. Let's go there as soon as we see Planeten oder ein Gebiet dafür. Ja, ist doch cool. Alle von unten kommen. I'm detecting a change in wind power. This may affect our wind turbines. Wind has stopped. This will affect wind turbine power generation. So, dann weiter geht's. So, hier kommst du aber nicht durch, ey. Hä? Wollte doch sagen, Alter. Da war doch Gegner auf dem Boden. Wind power is returning to normal. Aber auch einen Schaden. Verpisst euch doch jetzt mal, ihr Affen. Ja, alle hinterher, wieso Otos, ey. Das ist auch nichts. Leider. Oh, kein Glück hier auf dem Planeten, ne? A new technology has been developed. Orbital scanning completed. We have located a large colony of acidic yeast. I have marked the Rhodium coordinates on the planetary scanner interface. Warning. It is recommended to develop acidic shielding before visiting that location. It is going to be difficult to survive there without it. Wie viele hier kommen, Alter. Oh, oh, oh.
gar nicht übertrieben, ne? Okay. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf einen Planeten zu kommen, wo wir die Wurzel scannen sollen. Keine Ahnung, was uns das bringen wird, Freunde. Aber wir werden es natürlich tun, sobald wir hier... ...den Planeten erforscht haben. Geht ja schnell. Das war übrigens das, was ich meine, ne, beim letzten Mal. Dass er mir für jedes Metall sagt, wir sind voll, was ist denn, wenn wir alles voll haben, Alter? Darf ich mir die ganze Zeit anhören. Das sagt er wirklich häufig, das sagt er wirklich häufig, Freunde. Stahlstatue, eine neue. Mhm. Was kommt da hinterher? Was bist du denn? Okay. Einfach so ein Boss gekommen. It looks like an earthquake is coming. Kann ich mit leben. Epicenter is near our position. It will deal serious damage to all our buildings in that area. Ja. Erdbeben, Erdbeben, Leute. Ja, wo du hinschießt, du triffst immer irgendwen. The earthquake has stopped. Let's assess the damage. Kein Schaden. Mein Schatz. Wir sind schadensfrei. Jetzt nur noch das Gebiet hier und dann kommen wir zum nächsten Teil. Ich würde ja gerne mal diesen Feuerjump ausprobieren. Ich habe nur das Gefühl, dass der dann nach oben springt. Also nichts irgendwie Besonderes. Da eine Energie. Vorsturm Kryo. Hat man nicht auch vor ein Power Jump Feuer? Doch da. Aber Energie können wir auch machen, ne? Macht Energieschaden. Power Jump. So viel weniger macht er jetzt auch nicht, ey. Komm, wir probieren den mal aus. Crafting completed. Inventar. Wir probieren den mal aus. Okay.
scheint mir jetzt nicht so effektiv zu sein. Könnte mich natürlich auch tauschen. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Wollen wir aber jetzt sehen. Weiß ich nicht. Finde ich das gut? Irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Boah, Jumpfire. Nee. Sorry, aber der jumpt auch nicht dahin, wo ich hin will. Das kommt noch dazu. Der jumpt irgendwie immer einfach irgendwie gefühlt in eine andere Richtung. Und so mache ich wenigstens die Richtung, wo ich hin will, mit dem Steuerkreuz. Ich kann jetzt auch da hingucken und charge nach unten. Aber bei dem Jump, jumpt der irgendwie immer in die Richtung, wo ich hingucke, glaube ich. Ach komm, verpiss dich doch jetzt. Cobalt storage is full. Build more storage facilities. Was sagt er wieder mit den ganzen Storages? Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Bescheuert. Gut. Dann haben wir den Planeten doch erforscht. Teleportieren uns mal eben zu unserer Station zurück. Hier gibt es auch nichts mehr, was uns hält. Den baue ich die ab. I. O. I. I. O. So. Hefekolonie. Mach mal. Du erhältst. Ja, nix, weil ich einfach voll bin. Okay. Man kriegt also alles Material wieder, was auf dem Planeten noch übrig ist. Ich dachte, die Basis bleibt jetzt einfach da. Aber der baut die komplett ab. Ah. Heute übrigens Papa-Wochenende, Freunde. Ich hole heute meine Kinder ab fürs Wochenende und da werden wir viel Spaß haben. Ich spiele wieder Dungeons and Dragons, Leute. Rift jumped successful. I am detecting multiple acidic yeast colonies nearby. They are larger than the ones we have seen before and are growing at a faster rate. Good. We need to get close to the central root of one of these colonies and construct a research station near it. This isn't going to be easy. Ich weiß ja noch nicht genau, was er meint, ne? Aber ich habe eine Vermutung. Ich gehe jetzt erstmal oben in die Ecke. Fangen dann hier an. Und ich glaube, dann nehmen wir erstmal den ganzen Planeten ein. So. Aber sag doch mal, habe ich nicht jetzt die Rüstung gelernt? Doch, oder?
Hab ich, ne? Boden. Aber das ist nichts, was ich mir herstellen muss, ne? Nö. Komisch. So. Jetzt bauen wir wieder unsere Standardbasis. Zum Einnehmen von Sachen. KI-Kern. Schriftportal. Scanner. I have located an acidic yeast colony route nearby. You can check its location on the map. Da oben. Natürlich, da gehen wir als nächstes hin. Kein Problem. Wobei, also ich erstelle jetzt diese Basis erstmal, ja? Ich gehe jetzt aber da oben hin, um mal zu gucken, was ich da machen muss. Wenn ihr entdeckt, untersucht das Öl, findet die Wurzeln einer Säureinhalte-Hefe-Kolonie, okay. Not enough ammunition to operate defensive towers. Da haben wir nicht genug Munition. War auch ein Boss. Zwei sogar. Heavy. Ich jetzt noch Schaden, wenn ich hier durchlaufe? Ja. Nicht Kobold, ne? It looks like the weather is calming down. Wind is getting slower. Wind speed is at a low today. Wind turbines are less effective. Hölle war das? Also ich weiß jetzt nicht, wie nah ich dahin muss. Deswegen baue ich jetzt erstmal hier ganz normal meine Station, wie ich sie immer bauen würde. Und dann kann ich mich immer noch rantasten. Denn jetzt kommt nur ein Gerät dazu. Und das ist ich hierbei. Ja. Keine KI-Kenne mehr. Speed projection is returning back to statistically normal values. Wind turbines are back at nominal power levels. Der KI-Kern steht falsch. Das ist das Problem gewesen. Too close to another portal. Sag mal, was baue ich hier gerade für einen Scheiß? Ich bin komplett durcheinander gerade. Ja, das sollte nicht passieren. Wir wollen ja nichts anlocken.
Okay. Das Ding müssen wir bauen. Ob der hier reicht in der Nähe. Wir werden es gleich sehen. Jetzt wieder minus 44. Aber warum? Das ist was, das werde ich nicht verstehen. Okay, die machen die kaputt. Und deine Range ist jetzt doch niemals nah genug, oder? Halt nicht. Ist das die Wurzel? Oder ist das jetzt so, weil ich auf dem Boden bauen muss? Hier. Sensors are indicating an imminent release of acidic gases. The ground is opening up in some places and it's spewing strong acidic clouds. The acid is going to corrode everything weißt du within its range. Mal aus. Bau mal hier bitte einen Tower hin. Is over. Wie soll ich denn an diese Wurzel kommen? Muss man selber eben was? Aha, okay, also es funktioniert. Dass man sich so da durchballert. Ist das die Wurzel? Ich probiere es aus, ich weiß es nicht. Das hier wird es nicht gewesen sein. Deswegen mache ich jetzt nochmal anders.
Vielleicht reicht das schon. Ne, da durchlaufen kann ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob der das Ding hier erforschen muss. Viel hier von dem Scheiß ist, ne? Ist das die Wurzel da oben? Da ist irgendwo ein fetter Gegner. Der ballert sich hier ein Wolf. Die knallen hier rum wie die Weltmeister. So, was ist das? Das ist ja die Range, also die ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Säurehaltige Hefeaktivität in der Nähe entdeckt. Untersuche das Gebiet, finde die Wurzel einer säurehaltigen Hefe-Viecherkolonie. Mach mal so jetzt. Das hat gereicht. Okay, this looks das like ist die Wurzel. Okay. Now we have to build a research station close to it to start the scanning procedure. Remember that we can block the growth of the colony by placing anti-corrosive floor tiles around it. It would be advised to build our entire base on anti-corrosive floor. So. Dann bauen wir das Ding mal daneben. Eben. Reicht. Warning. I'm detecting intense seismic activity. A strong earthquake is coming. The earthquake's epicenter is near our position. It will deal serious damage to all our buildings in that area. Nein, nicht die Wurzel kaputt machen. Warte. Warte, 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 warte. Hör auf. Mach die Wurzel kaputt. Hör auf. Oh. Mein Herz, Alter. Research Lab operational. Acidic yeast scanning in progress. Great. Now we just have to maintain power to the research lab and let it gather the necessary data. My sensors are picking up increased movement around our position. We should prepare to defend the research laboratory. The earthquake is at an end. Oh. Seismic activity is decreasing. Okay. Also wir sollen die Forschungsstation jetzt beschützen. Und ich habe das doofe Gefühl, dass wenn ich die jetzt hier versuche zu beschützen, dass ich hier das Ding wegballer. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen anders und versuche, keine Ahnung, ich stelle mich einfach hier rein, ja, sehr gut, ah, so weit kann man nicht mehr außerhalb bauen. Gott. Schon kein gutes Gefühl.
Mama, ich schenke dir das Gefühl. Kaputt machen? Ich weiß es nicht. Piss dich. Was ist da? Oha. Alter, seid ihr besoffen? Okay. Base is under attack. Okay. Kannst du mal laufen, anstatt hier so eine scheiß epische Szene da zu machen? One of our energy connectors has been destroyed. One of our buildings has been destroyed. Autsch, 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 autsch. Nein. Nein, raus hier. Mein Maschinengewehr liegt da drin. Es kann nicht besser werden. Es wird nur schlimmer. Jetzt ist mein Maschinengewehr weg. Oh Gott. Nein. Mal Platz hier. There is a breach in our walls. Ja. Oh schön. Base is under attack. Ich muss jetzt hier durch. Lass mich durch. Nein, nicht noch mal sterben. We can try to recover it later. Okay, da wird's einmal schwer und ich breche in vollkommener Panik aus, weißt du? Hab ich meine Pistole jetzt wieder? Mann, ey. Base is under attack. Kann mir einer erklären, wofür ich diese komische Scheiße habe, wenn die nicht funktioniert? I'm seeing very dark and heavy clouds on the horizon. Acid rain is coming. It's starting to rain acid. We won't be able to construct any buildings until it stops. Ouch. A building has been destroyed. Mich da jetzt durch, ey. Bitte gleich sauer. Ich hab verstanden, dass meine Basis unter Angriff ist. Da ist ja sowas von in die Hose gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriege ich keinen Schaden mehr von den Dingern. Sag mal, ganz ehrlich? Willst du mich verarschen? Ich bin doch hier vorher gelaufen, Alter. Ich wollte jetzt da so rübersliden, weil ich dachte, dann kann ich ja wieder laufen. Am Arsch. Sag mal, wie scheiße willst du mich eigentlich hier veräppeln? Komplett veräppeln? Was schmeißt denn hier immer nach mir? Geh mir nicht auf meine Nüsse.
nur so schon abgefuckt so 100 gerade. Das soll keinem erzählen. Ich will hier einfach nur durchlaufen. Base is under attack. Die Scheiße so schnell nachwächst. Der ganze Planet ist einfach bewachsen jetzt. Und die wachsen einfach nach. Guck mal links von mir. Hier, die wachsen einfach direkt wieder nach. Mein Hammer, Alter. Mein Hammer. Ich bin sauer. Das ist gar nicht mein Hammer, den habe ich. Ich werde die ganze Zeit den hier machen. Willst du mir sagen, hier ist so ein Ding? Base is under attack. So. Jetzt kommen wir voll die Mobos, oder was? Noch klar und noch zwei Bosse. Mich nicht. Ich muss zu meiner Basis. Ist irgendwo da drüben hier. Base is under attack. There is a breach in our walls. Ich werde jetzt hier erstmal ein Riesengebiet einnehmen. Warning! I'm detecting an imminent acid eruption. Ashley, prepare yourself. Hört mal auf, hier rumzuschießen, ihr Affen, ey. The ground is opening up in some places and it's spewing strong acidic clouds. The acid is going to corrode everything within its range. Jetzt werdet ihr sehen, Alter, jetzt werdet ihr sehen. Jetzt werdet ihr sehen. The eruption is over. The situation is stabilizing. Alter, 45 Minuten. Absoluter Kampf hier gerade. Jetzt hier extra nur damit ich genug Strom habe. Fette Kraftwerke rein. Dann
2 KI-Kerne. Eine Tür für mich. Also ich kann ja nur ein bisschen bauen, das ist natürlich immer dumm. Wie bist du hier auf meinem Stück, Alter? Weißt du auch nicht, ne? Verpisch mal. So. Ihr werdet sehen. Ihr habt den Mekko wütend gemacht. Da kann ich einfach nicht hinbauen. Geht einfach nicht. Ist mir aber very egal am Bienen. Jetzt, Freunde. Dann wird schon minus 18. Wir sind noch nicht mal an Strom dran. Ich habe schon minus 18. Ich überleg gerade, wie groß ist das? Ah, das braucht aber Wasser. Dann hilft wohl nicht anders. Auch mal weg damit. Jetzt, Junge. Jetzt kriegt er, ne? Ja. Nein. Die Wurzel ist kaputt. Wind is slowing down. The air is getting dense. A fog is forming up. It's hard to see anything in this fog. Die Wurzel kaputt gemacht. The fog is clearing up. Ich hoffe, hier gibt's noch eine. Wow. Warte mal, ich muss nochmal schnell zurück. Ich will mal eben eine Riftstation hier bauen, falls was ist. Dass ich mich hier wieder hin teleportieren kann.
Und wenn ich euch jetzt den Strom wegnehme, wächst sie vielleicht wieder nach. Ja, selbst gepoppt. Okay, ich versuche das Problem mal zu lösen und ihr seht mich dann in der nächsten Folge, wenn ich es herausgefunden habe, ja? Also, tschüss, meine Freunde, fünf Finger Jutsu, macht einfach selber.